Dann auf zu Swoopy Salvo. War das das Tierlevel? Nein. Oh Gott, das Level. Ah. Wisst ihr, ich sehe hier diese ganzen verlorene Weltlevel und denke mir einfach nur immer wieder, oh Gott, das Level. Was ist das mit den Vögeln? Oh no. Das Level, nachdem jeder einen Vogel hat. Ja. Oder so. Ah, Bonuslevel. Okay. Das hat noch gepasst. Die Lost World Levels sind alle nicht. Es ist gut, sind sie schon. Aber die sind auch kackenschwer. War nicht schwer, aber. Da sind solche Level, wo man sich denkt. Die will ich kein zweites Mal machen, wenn ich die einmal geschafft habe. Ich ignoriere das mal. Ist eh wahrscheinlich nur ein Leben oder so. Ich brauche kein Leben. Au. Und da hoch. So. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Ist das hier oben noch? Ich glaube, da muss ich durch. Ich glaube, da möchte ich einmal hin. Ich werde dabei sterben. Werde ich. Tokyo Konkanshu, The Lost Levels. Au. Bin gegen die Decke geknallt. Das habe ich mir etwas anders vorgestellt. Fast wäre ich in den Rhein geflogen. Man könnte meinen, ich würde vielleicht auch ab und zu ein bisschen vorsichtig spielen, aber nein. Tue ich nicht. Ich fliege einfach in alles rein, was ich finde. Wollen wir das nochmal ordentlich versuchen? Wieso bist du nicht draufgegangen? Dummes Vieh. So. Und so. Und da ist nichts mehr. Okay. Na komm. Da war ich auch schon wieder fast zu schnell. Als ob. So, manchmal zweifle ich da so ein bisschen an der Hitbox. So, und rein da. So, diesmal ignoriere ich die einfach gekonnt. Ich kann auch nämlich auch einfach hier hochfliegen. Und mir das Fass hier mitnehmen. So. So einfach geht das. Ah, da ist Kitty. So, haben wir... Wow! Okay. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der da runterfällt. Da hat er mich genatzt. Nice! Ich hab's sogar wirklich da hoch geschafft zum Bonuslevel. Hast du Interesse an Speedruns oder HDQ? Also, ich gucke sie mir gerne ab und zu mal an. Aber selbst Speedruns würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. Weil ich mir damit, glaube ich, die Spiele nur kaputt mache. Sondern wenn du einmal ein Spiel gespielt und das kannst du ja nie wieder normal spielen. Ich glaube, damit haben wir auch alles in diesem Level. Außer es sind auch wieder drei Bonuslevel. Wie einfach ganz langsam runtergesegelt ist. Ich glaube,
Ich bin nicht dahin gegangen, wo das Decay-Fass war. Egal, da ist ein anderes. Nehmen wir das. Also ich glaube, ich lasse dabei, dass ich mir Speedruns einfach nur angucke. Das ist auch witzig genug. Vor allem, wenn die Leute dabei die Spiele einfach komplett kaputt machen. Du denkst dir einfach nur, so sollte man dieses Spiel nicht spielen. Und der Speedrunner spielt es trotzdem auf diese Art und Weise. Und man denkt sich nur noch, was? Verdammt. Komme ich da überhaupt so hoch? Ja. Ist auch nichts weiter. Fällt's auch runter, ne? Ja, ich wusste es doch. Aber hier waren jetzt nur zwei Bonuslevel, ne? Nein, die Fahne hängt tief. Hier habe ich irgendwo eins verpasst. Ja, irgendwo mal eins verpasst. Tja, jetzt ist die große Frage, wo habe ich was verpasst? Schauen wir uns nochmal ein bisschen genau um. Ich würde vermuten... Vor? Eher nach dem Mittelpunkt. Wann ist eigentlich wieder HDQ? Müsste es, glaube ich, im Januar sein, ne? So Anfang Januar hätte ich jetzt getippt. Normalerweise. Yay. Yay. Und dahin. Und dahin. Weiter. Nehmen wir den normalen Weg und gucken, wo mich das hinführt. Nee. Okay, dann würde ich sagen, das eine verpasste Bonuslevel ist irgendwo nach der Mitte. Frage ist nur, wo? Hier? Nein. Wow! So, manchmal kommen ja die Gegner runtergesegelt. Die habe ich gar nicht so im Blick. Das da oben haben wir ja. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten. Bis hierhin haben wir auf jeden Fall alles. Joa. Da unten hatte ich ja auch schon geguckt. Da ist auch nichts weiter. Weißt du, was war und dass es sehr schwer zu erreichen war? Ja. War hier auch nicht gerade noch irgendwo ein Decay-Fass. Tja. Würde ich auch vermuten, dass es wahrscheinlich schwer zu erreichen ist. Ja. Das. War wunderschön. Erstmal so ein Storch in Arsch. Ist überhaupt ein Storch? Ist ein Specht. Ist ja fast das gleiche. Oh, und Christian hostet. Dann hallo an 350 Zuschauer. Ich hatte doch nicht gefragt. Doch, jetzt frage ich offiziell. Wo habe ich das verpasst? Jetzt bin ich zweimal komplett durchgelaufen und bin irgendwie zweimal dran vorbeigelaufen. Skywalker, danke für 11 Monate Treue. Super geil von dir. Wo? Ist es wirklich die zwei Bienen, die im Kreis fliegen, wo ich meinte, hey, da werde ich wahrscheinlich dran sterben? Lass mich raten, wahrscheinlich sind es sogar auch die beiden, die schnell im Kreis fliegen, ne? Nicht die langsamen. Nicht die beiden hier, nein. Die wären ja langweilig. Nein!
dann die Zuschauer anstieg. Plötzlich sind wir ein paar Leute mehr. Aber nur so ein paar. Ich habe gegen den Baum gehustet. Nicht gehustet, gespuckt. Ich habe an den Baum gespuckt. Baumliebhaber würden mich dafür jetzt steinigen. Warum? Ich weiß nicht. So. Dann wollen wir mal. Am besten mit zwei Papageien. Dann kann ich da auch einfach in das eine Ding einfach reinfliegen. Oh Gott, das war fast zu schnell. Ach komm. Okay. Jetzt habe ich wenigstens die Gewissheit, da ist nur eine Münze bei denen. Dann können es ja nur die anderen beiden Bienen sein. Ich hab mir auch beim ersten Mal gedacht, da könnte ja was sein. Probier's das mal. Oh Gott. Probier's das mal aus! Und da ist wirklich was. Halb auf einer Dose! Danke für 8 Monate Treue. Super geil von dir. Oh Gott. Nein! Hi. Ich hatte so einen Schnabel in meinem Schnabel. Komm ich da? Nicht nochmal hin. Okay. Das ist ein ziemlich ekliges Bonuslevel. Eindeutig. Und das war blöd. Das heißt, wenn wir gleich dann nur einen Versuch da reinzukommen. Wobei, zu dem Ding hingekommen ging eigentlich ganz gut. Beenden wir das Spiel heute? Nee. Das machen wir im nächsten Stream. Sind ja noch zwei komplette Welten, glaube ich. Und hier noch eins, zwei Lost World Level. Die, wie man sieht, auch mal ein bisschen länger dauern können, wenn man so ewig weit für ein Bonuslevel fliegen muss. So, durch. Ich wollte gerade spucken. Das heißt, warum ich mir habe merken können, wo das Bonuslevel ist. Weil es so eklig ist. So. Problem ist, das Level ist so weit hinten im, das Bonuslevel ist so weit hinten im Level, dass ich natürlich keine Geduld habe, da in aller Ruhe hinzugehen. Wie? Wahrscheinlich gar keiner. Wir machten schon Sachen, wo er gefailt hat, danach in aller Ruhe und Geduld. Da wird einfach durchgerusht, bis man wieder dort ist. Um es dann nochmal zu versuchen, um dann nochmal drauf zu gehen, um dann nochmal dahin zu rushen, um es nochmal zu versuchen, um wieder drauf zu gehen. So läuft das. So, zack. Oh Gott. So. Als ob. Nein! Das Bonuslevel ist eiskalt 5 Meter vorm Checkpoint. Ja. Problem ist nur, wenn man zum Checkpoint geht, kommt man nicht mehr zum Bonuslevel. Das heißt, man muss eigentlich immer das ganze Level bis dahin spielen. Um zu diesem Bonuslevel zu gehen. Richtig assig vom Spiel gemacht. Und dann ist es nicht nur noch. Ist nicht nur das Blöde, dass es so ein dummes Bananensammellevel ist. Nein. Der Weg dahin ist ja auch gefühlt tödlich. Und wenn du einmal verkackt hast. Kommst du, glaube ich, so leicht da nicht nochmal hin. Ohne da nochmal 3000 Spechten vorbei zu müssen. Also ja, die Lost World hat nicht viel Nettes eingepackt, auf jeden Fall. So. Okay. Und, nein, noch nicht. Jetzt. So. So.
So, jetzt kommt von links einer, jetzt kommt von rechts. Nee. So. Wow. Einfach zu tief gespuckt. So. Wenigstens kommen die schön abwechselnd. Ich fliege am besten auch mal wieder hoch, damit ich einen besseren Überblick habe, wo der nächste Vogel jetzt kommt. Willst du mich verarschen, Spiel? Immer so schön hin und her hechten. So. Hätten wir das. Nice. Wäre das auch geschafft. Uff. Ja, uff, indeed. So, was wäre denn die nächste Welt? Hier, bei dem da unten waren wir noch gar nicht, ne? Doch. Never mind, lass mich wieder gehen. Bin gar nicht erst zur Tür reingekommen. Einfach direkt wieder raus. Tschüss. So, Razor Ridge. War die Welt. Okay. Ich will nicht wieder raus. So. Gehen wir zu Buzzer. Buzzer Barrage. Okay. Die Liftwelt quasi. So. Ach guck mal, hier lernen wir auch, dass wir mit dem Ding Sachen tragen können. Ist ja nicht so, als kämen wir schon in einem anderen Level davor schon auch mal da dran. Nimm mal so ein Fass mit. Oh nein! Die Helikopterviecher. Die mochte ich auch nicht. Geh weg. Hier kommt jetzt ganz viel. Ich war wieder plötzlich oben bei der Sack. Hier kommt jetzt ganz viel Zeug, was ich nicht so geil fand. So, Bonus-Level. Schneewell hat exakt 2 Schneelevel. Wovon 1 ein Loren-Level war. Ja. Okay. Ich einfach mal 50 Sekunden für dieses Level ab. Sekunden in Anführungsstrichen bitte gesehen, ne? Achso, oben sind die Gegner. Ein Bienenarsch in meinem Arsch. Was? Eigentlich wollte ich sagen, ein Bienenkopf in meinem Arsch. Und plötzlich war es ein Arsch in meinem Arsch. Sekunden halt. Ja, genau die. So, zack. Was das? Ne, da oben ist noch eine. Nice. So. Na, was sind eure Lieblingsgegner? Ich weiß, in diesem Stream habe ich so ziemlich alle Gegner auf einmal gehabt, die ich nicht so mag in diesem Spiel. Die Jumping-Krokos, die Heli-Krokos und keine Ahnung was noch. Zu viel. Ist hier irgendwas? Natürlich.
Versteckte Bananas. Ob man eigentlich so eine No-Banana-Challenge machen kann in diesem Spiel? Kommt man an all den ganzen Bananen vorbei? Die will ich dir geben. Da ist auch nichts weiter. Weil ich sehe ja hier und da mal hier No-Coin-Challenge in Mario. Da ist die Frage, kann man das hier machen? Oder gibt es so, au, Bananen, an denen man auch beim besten Willen nicht vorbeikommt? Bitte keine dummen Challenges. Ich wollte keine machen, keine Sorge. Ich bin auch so schon dumm genug. Aber es hat mich halt nur gewundert, ob sowas hier theoretisch möglich ist. Den ganzen Bananen überhaupt aus... Wäre ich hier überhaupt durchgekommen? Wow! Close one. Brauche ich noch eins. Das hat mir nun... Ah! Kann das Ding mitnehmen. Das hat mir das gemacht. Der No Gin Run in Golden Sun. Okay. Das ging einfach durch. No Gin Run außer Kiesel natürlich. Kiesel wird man nicht so schnell los. Da kommt was? Da kommt 100 Pro was, sag ich doch. Aber Kiesel ist auch Best Boy. Den muss man halt mitnehmen. Bon. Ich hätte gern mal wieder ein DK-Fass. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unsicher. Alleine. Na, da ist auch nichts weiter. Die No-Craden-Challenge. Du darfst Craden nie vorlesen, in keinem Gespräch. Einfach immer ignorieren. Und gucken, was dann für Gespräche rauskommen. Das könnte interessant sein. Das hat nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, so gerade im zweiten Teil könnten da sehr interessante Gespräche bei rumkommen. Wenn man den einfach komplett ignoriert die ganze Zeit. Oh, bin schon beim G. Ja, ich glaube, ich weiß auch leider, wo... Nein! Das letzte Bonuslevel ist. Na schon, die Trap hier. Oh Gott. So. Wow. Dem wäre ich beinahe in die Arme gelaufen. So, und zwar das letzte Bonuslevel. Da muss man mit den Dingern ein bisschen nach oben fliegen. Genau so. Bitte die richtige Seite. No! Ich habe die falsche Seite gewählt. Dann springen wir erstmal von dem weg und holen den gleich auf der Rückfahrt wieder mit. Okay. Ich gehe schon nicht so weit weg. Sonst despawnt der einfach und spawnt einfach neu neben mir. Please don't kill me. Sei bitte ein einfaches Bonuslevel. 40 Sterne sammeln. Oh Gott. Und das mit dir als Partner. Ich liebe dich doch so sehr. Machen wir jetzt mal die rechte Seite. Oh Gott, da kam was rein. Moment. Oh Gott, das wird knapp. Jetzt haben wir nicht gesehen, wie viel das war. Okay. Ich guck so weit. Wir sind eh klar am Ende des Levels. So. Rotterdamer. Danke für die 10 Euro. Hey, komme in letzter Zeit nicht mehr so häufig dazu, Streams zu schauen. Freue mich dafür umso mehr, wenn ich deinen Stream erwische.
liebend gerne und vielen, vielen Dank auf jeden Fall. So, ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt für heute erstmal Schluss. Viel fehlt uns, glaube ich, gar nicht mehr so für den nächsten Stream. Ja, 73 haben wir jetzt. Den Rest machen wir dann in dem nächsten Stream. Der wird wahrscheinlich auch nochmal ungefähr so lange dauern wie der jetzt. 2 Stunden noch, dann haben wir es auch geschafft.